Der Speicher Ragal im großen Walsertal wurde 1970 errichtet. Er fasst rund 2,4 Millionen Kubikmeter Wasser und sein Einzugsgebiet beinhaltet 160 Quadratkilometer. Das unterliegende Kraftwerk Lutz-Oberstufe sichert die Versorgung von 22.000 Haushalten. Jedes Staubecken ist in den natürlichen Sedimentationsprozess des zufließenden Wassers eingebunden. In Ragal lagern sich aus diesem Grund jedes Jahr rund 50.000 Kubikmeter Sedimente ab. Die Folge sind Verlandungen, die wichtige Einläufe der Wasserentnahmestelle verlegen können. Nach einiger Zeit würde so die Funktion der Kraftwerke beeinträchtigt. Deshalb setzt die Illwerke VKW jährlich zur Schneeschmelze einen Schwimmbagger ein. Dieser entnimmt die Ablagerungen im vorderen Stauseebereich und gibt sie kontrolliert dem Fluss zurück. So wird der natürliche Feststoffhaushalt und Transport des Gewässers beibehalten. Und der Einsatz des Kraftwerks und dessen Einrichtungen ist sichergestellt. Alle 10 Jahre werden die Stauanlagen und die damit verbundenen Bauwerke genau inspiziert, entsprechend der behördlichen Vorgaben. Dazu muss der Speicher schonend entleert werden. Bei der Entleerung zieht der durchfließende Wasserstrom Feststoffe mit, die für eine kurzfristige Trübung der Gewässer sorgen. Verschiedene Maßnahmen halten den Feststoffgehalt so gering wie möglich. So entnimmt der Schwimmbagger bereits im Vorfeld große Materialmengen. Daneben werden vor und während der Entleerung die Gewässer laufend mit ausreichend Frischwasser verdünnt. Und während der Entleerungszeitraum selbst so kurz wie möglich gehalten wird, bleibt die Frischwasserabgabe auch nach dem Wiedereinstau noch einige Tage bestehen. Durch diese aufwendigen Maßnahmen wird die natürliche Situation einer erhöhten Wasserführung nachgebildet. Nach wenigen Tagen ist die Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen, Bauwerke und des Kraftwerks abgeschlossen. Ein sicherer, zuverlässiger Betrieb und die weitere Versorgung der 22.000 Haushalte ist für die kommenden 10 Jahre gegeben.